Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Subnautica. Diesmal mit Webcam in der rechten oberen Ecke. Ich habe mir nämlich eine neue Webcam besorgt. Schön mit HD-Auflösung. Die alte hätte ich nicht wirklich benutzen können. Das wäre einfach zu verpixelt gewesen. Siehst du, dafür brauchte ich Schwefel. Ich habe nämlich immer noch nicht rausgefunden, wo ich den Schwefel herkriege. Uran habe ich aber, glaube ich, gehabt. Lass mich mal kurz nachgucken, ob ich für. Siehst du, dafür brauchte ich nämlich zweimal Uran. Ich weiß gar nicht, habe ich noch genug Uran, ansonsten muss ich nämlich nochmal los und Uran holen. Aber ich könnte auch vorher erstmal ein bisschen was speisen. Ansonsten gehe ich hier nämlich irgendwann nochmal feinsäuberlich drauf. Und das wollten wir ja nicht. Also. Na, siehst du, einmal Uran habe ich noch. Also brauche ich bloß diesen erweiterten Kabelsatz. Und dafür brauche ich, wo ist denn das? Zweimal Gold und Computerchip. Und für den Computerchip brauche ich wieder Quarz und Silbererz. So. Habe ich überhaupt noch Quarz irgendwo? Oh, guck mal, ich habe noch Urankristalle. Diamant. Lithium habe ich. Gold habe ich ja auch. Aber so wie es aussieht, habe ich kein Silber, kein Quarz mehr. Doch, Quarz habe ich. Ich habe bloß kein Silbererz. Ich habe kein Silbererz mehr. Und Tischkoral habe ich auch nicht mehr wirklich. Boah, das heißt. Was ist das eigentlich, was wir da machen? Was wir da machen können. Ach so, dieses Jump Upgrade. Genau das ist auf jeden Fall das, was unbedingt. Ach so, das ist ja für Dings. Und das will ich ja nicht unbedingt haben. Allerdings wäre so ein Vorratmodul für unsere Motte eigentlich auch nicht schlecht. Polyanilin, Magnetit, ja, aber Magnetit haben wir, aber Polyanilin, wo kriege ich das denn hier? Wirbeltuppe, Gaspot. Oh, ich weiß, wo ich die herkriege. Lass mich mal kurz rein. Weiß, wo ich die herkriege. Oder besser gesagt herkriegen würde. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die ich wissen würde. Scheiße, mein Vieh im Dings wird das ja nicht einfach mal so ploppen. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Jetzt muss ich aber einmal hier hin. Ich brauche unbedingt mehr Aquarien. Verdammt! Ja, komm, lass das rein. Ja. Das war bloß eine, aber ich kann mir noch mehr leisten. Er muss bloß ein bisschen was fallen lassen. Komm, lass das rein.
Ja. Glaube, das sollte eigentlich auch reichen. Halt, warte. Kriege ich das jetzt hier eigentlich auch raus? Wie viel ich davon brauche? Wirbeltorpedo? Da. Und Titan. Ich brauche nur noch zweimal Titan. Titan sollte nicht das Problem sein. Auch nur Schrott. Bloß irgendwo Schrott, was rumliegt. Ah, siehst du? Leck. Dass ich noch. Habe ich mich so getäuscht? Aber das ist nicht das, wo ich hin wollte. Okay, Titan hätten wir. Rettungskapsel 13. Oh, ich habe das Signal immer noch. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich da machen soll. Aber wisst ihr was? Ich brauche unbedingt noch eine zweite Andockstation. Unbedingt. Die könnte ich ja so damit verbinden, ne? Rein theoretisch. Das ist nämlich genau da. Ja, normalerweise könnte ich das damit verbinden. Ich glaube, muss ich nur ein bisschen mehr sammeln. Naja. Obwohl, ich kann ja. Ich brauche unbedingt noch eine zweite Andockstation. Das ist scheiße, ist das. Nein, falsch, da wollte ich doch gleich hin. Genau. Ich wollte ja erstmal Titan haben. Ich möchte wirklich mal wissen, was ich da machen soll mit der Rettungskapsel 13. Achso, die kann ich auch noch. Die kann ich auch noch die Farbe ändern. Gib mir mal ein paar kräftigere Farben. Eigentlich will ich die. Das sind die Dinger da. Die machen wir mal. Ja, das passt. Das ist das Innere. Das hätte ich gerne in so einem Blau. Das kommt so. Jetzt haben wir ihn da. Obwohl so ein Eisblau sieht eigentlich auch nett aus, ne?
Aber wie nennen wir ihn? Wir haben einmal die Lucky. Und das ist unser. Wisst ihr eigentlich, dass es echt schwierig ist, sich manchmal einen Namen dafür auszudenken? Ich meine, wenn man denn schon die Möglichkeit hat, ne? Auch wenn der Name ein bisschen blöd klingt. Aber es ist mir egal. Okay, ich wollte doch. Dafür brauche ich jeweils zwei Stück. Da werden wir auch noch mal ein paar mitmachen. Okay, aber ich muss immer noch rausfinden, wo ich Schwefel herkriege. Habe ich ein Signal drin? Was? So, das war das Signal. Das ist auch ein Namenssignal. Rettungskapsel 13 Koordinaten. Ich hab noch haufenweise. Life Pod 3, Hitzesignal, Life Pod 8. Ist ja nett, Drucker, dass du ansprichst, aber ich brauche hier jetzt gar nicht. Pod 8, vielleicht Pod 3. Dich kann ich da auch erstmal mit rein verfrachten. Ach stimmt. Genau. Ich wollte noch was gucken. Und zwar wollte ich gerne. Das hier herstellen. So, dafür brauchen wir Fasergeflecht, Computerchip und Titan. Alles klar. Titan holen wir uns. Und dann stellen wir uns hier ein bisschen Fasergeflecht her. Alter! Okay. Ich baue definitiv. Voll. Scheiße. Das ist. Alter, lasst mich doch. Lasst mich mal runter. Lasst mich mal runter. Ich brauche unbedingt noch ein paar mehr Dinger davon. Terraform brauche ich den im Moment. Brauche ich den? Brauche ich die Schubkanone? Ne, glaube ich eher wenige, ne? Aber die können erstmal hier rein. Brauche ich nämlich erstmal nicht. Halt, warte, warte, warte. Platz 2 hätte ich dann nicht, ne? So. Jetzt holen wir uns ein paar Schlingpflanzen. Ich kann ihn noch nicht mal töten. Ich kann ihn nicht töten. Ich muss unbedingt ein paar.
Muss unbedingt ein paar freilassen, weil die vermehren sich wie Sau. Drei kann ich noch nehmen. Habe ich da irgendwo falsche weggenommen? Nö. Die vermehren sich wie Sau, die Viecher. Gibt's nicht. Lass mich doch mal durch hier. Hey, hopp. So. Oh. Alter, sind die aggressiv hier draußen? Ich fass das nicht. Keine Torpedos mehr drin. War vielleicht eine doofe Idee, die alle rauszulassen. Oh. Ich wäre fast drauf gegangen. Wo ist das? Oh nein, lass mich bitte wieder rein. Du haust ab. Du haust auch ab. Noch irgendwer? Ja, komm hier, komm hier, komm hier. Du kriegst mich nicht klein. Ich weiß, dass man die auch irgendwie töten kann, glaube ich. Aber jetzt haut er mich das mal ab. Das ist ja. So. Oh nein, ich wollte es doch nehmen. So. Was brauchte ich jetzt dafür? Computerchip, Fahrzeuggeflecht. Alles klar, für Computerchip brauche ich hier. Brauche ich Dings. Silberherz. Mal gucken, ob wir sie erzwingen. Irgendwo muss es ja sein. Oder sagen wir mal, irgendwo muss ja noch was sein. Aber ich will jetzt auch hier nicht irgendwo runterfallen, ne? Guck mal da unten.
Gold ist zwar nicht das, was ich wollte. Aber es ist auf jeden Fall erstmal besser als nichts. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Wo haben wir denn noch was? Das wird jetzt so langsam nämlich schwierig. Hier noch irgendwas zu finden. Alter. Halt. Yes, perfekt. Ist aber, da haut er auch ab, da. Das kann man vielleicht noch gebrauchen. Er hat auch irgendwie so ein paar Schwierchen. Und jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Wonach ich suchen wollte, genau. Wollte nämlich nach den verschiedenen Anbauteilen für das Ding suchen. Da gibt es ja noch verschiedene Anbauteile für. Genau das ist, was ich suchen wollte. Das sah so komisch auf. Das sieht jetzt auch gerade ein bisschen komisch aus. Ist das ein Bug oder was? Nein, das ist kein Bug! Ich habe hier irgendwo ein Leck drin. Scheiße. Wo? Hör mal. Und ich glaube, ich weiß auch wo. Ja, klar. Alles klar. Da war ich selber dran schuld. Was habe ich auch dagegen? Okay. Jetzt nach unten. Auch noch welche. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Ich dauert das nicht allzu lange. Habe ich hier noch irgendwas? Nö.
Hallo. So langsam geht mir die Luft aus, meine Liebe. Emergency. Starvation imminent. Seek ja, weiß ich doch. Immediately. Caution. Mild dehydration detected. Ja. Immediate take recommended. Weiß es doch. Fasse geflecht, wie ich habe. So, habe ich eigentlich noch was von diesem Gepuzzle geflecht? Ich glaube eher weniger. Und ich gucke mal. Dann können wir uns nochmal Fasergeflecht machen. So, jetzt habe ich Platz. Ansonsten wäre ich hier drauf gegangen. Das wollen wir. Ja, ist doch gut. Was soll's. Warning. Blood loss detected. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber was soll's. Vertraue ich auch dagegen, wie so ein Affe. Schaut mal, das sind schon wieder welche. Die scheiß Eier brauche ich nicht. Hopp. Oh nein. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Die vermehren sich wie Sau, die Scheißviecher. So, das geht mal her, das geht auch mal her, das auch, das auch, das geht alles her. So, Silber, jetzt habe ich Quarz, habe ich auch. Mir fehlen eigentlich bloß Tischkorallenproben. Und die werden wir schnell mit unserer Motte holen. Welcome aboard, Captain. Denn die finden wir ja bekanntlich dort hinten. Schaut mal, wo die ganzen Haie hier hingeflossen sind. Na, wo sind denn die Tischkrallenproben? Wo sind sie denn? Hier nicht, da auch nicht. Nö, nö, nö. Hab ich denn noch welche? Da habe ich noch welche. Ob ich die eigentlich auch züchten kann, die Dinge? Zwei Dinger machen kann. Deswegen. Und wir brauchen. Habe ich noch Platz für einen Titan? Ja. Bisschen Schrott schadet nie. Ich würde mich ja jetzt gerne mal aufmachen in dieses Dünenareal. Moment, fahre ich überhaupt? Na, ich fahre natürlich ja falsch. Nein, ich würde mich unbedingt gerne mal aufmachen
um dieses Dünenbiom und das mal ein bisschen zu erkunden. Ich muss unbedingt rausfinden, wo ich Schwefel herkriege. Und vor allem brauche ich unbedingt eine zweite Andockbucht. Und dieses diese Modifizierungsstation für die Seemotte. Wo habe ich sie? Ja, das müssen wir auch noch machen. Da habe ich das. Wieso habe ich da zwei verschiedene? Einmal für... Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ah, aber was soll's. Vom Schwefel? Wo zum Teufel kriege ich Fahrzeugmodifizierungsstation? Ja, Glas, zweimal Computerchip, Titan, zweimal? Oh Gottes Willen. Und zweimal Computerchip. Hallo? Du da? Du hier? Ihr da rein. Ihr kommt mit. Ey, mein Pirscher! Ich hab mein Pirscher versehentlich eingesammelt. Das wollte ich gar nicht. So weit kommt's noch. Fischer fallen lassen. Inventar voll. Was mussten wir so ausrüsten? Was ist das aber? Ob ich das kaputt machen kann? Perfekt. Sind mir viel zu viele Haie hier drin, ganz ehrlich. Ich hatte von jedem Viech wirklich bloß eins haben. Dann würde sich das wenigstens lohnen. Ich glaube, das machen wir auch so. Jetzt aber erstmal Computerchip. Noch ein Computerchip. Man weiß ja nie, wofür wir den irgendwann noch mal brauchen, ne? So. Nur wieder hochlaufen. Hochscroll. Voll bloß noch Titan. Perfekt. So. Drei. Wo packen wir den denn hin? Also was ich hier noch nicht alles bauen kann, ne? Für diesen Transmitter. Erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Ja, vielleicht mal eine Überlegung wert, ne? Aber... Innenbildkasten. Habe ich. Doch, einen Außenbildkasten habe ich auch. Da könnten wir ein paar von diesen Dingern reinpacken. Ich brauche hier noch einen Kabelsatz. Bilderrahmen, Kupferdraht. Bioreaktor, Schmierstoff muss ich dafür haben. Wäre ja ein kleines Aquarium. Emailliertes Glas. Das möchte ich aber unbedingt noch mal irgendwann haben. Aber dazu brauche ich emailliertes Glas und dazu brauche ich wieder Pirscherzähne.
Ein Scannerraum wäre auch nicht schlecht. Alien-Sicherungsbehälter. Bietet optimale Bedingungen für Flora und Fauna. Fügt eine Luke hinzu. So, das stinknormale Aquarium macht. So. Alles klärchen. Okay, wir wollen aber das hier haben. Ich wollte gerade sagen, wieso zeigt er mir das jetzt nicht an? Weil ich das ja vermutlich nicht hinbastelte. Na gut. Aber wo bastel ich das denn jetzt hin? Oh, am besten wir eigentlich hier. Ist so schön, dass du den dahin bastelst, obwohl ich da nicht hin wollte. Aber egal. Komm. Was soll's. Muss ich das jetzt verstehen, warum ich den nicht öffnen kann oder so? Das ist ja auch Banane. Ist ja Banane. So, was kann ich jetzt eigentlich noch machen? Was Bioreaktor? Den für den Bau eines Konstruktors. So. Quarz und Titan. Ach nö, lass mal. Achso, ich wollte ja noch. Ich habe da noch einen Diamanten. Da. Wir haben nämlich bloß das Überlebensmesser. Und ich möchte gerne die gehärtete Klinge haben. Und mit dem möchte ich auch gerne. Willkommen aboard, Captain. Also wir können auf jeben Fall in die Andockburg mit dem Ding kommen. Okay, das ist nicht gut. Und I hope. Okay. Jetzt aber. Welcome aboard, Captain. All systems online. Gut. Thermalklinge wäre auch nicht schlecht. Jetzt haben wir auf jeden Fall die gehärtete Klinge. Warum nicht, geht die nicht allzu schnell drauf? Okay, warte mal, nicht Richtung Süden. Wir müssen. Richtung Osten, glaube ich. Also wo ist die Aurora? Wir müssen von der Aurora aus. Aber täusche ich mich oder fackelt die immer mehr ab? Was soll's?
So. Da ist die Aurora. Da wäre das Dings. Na doch. Wir düsen dort weiter. Weil ich möchte mal in diesem Biom ein bisschen weiter runter. Oder halt, warte mal. Anders. Nein, ich wollte doch dahin. Jetzt sehe ich natürlich im Dunkeln nichts. Das ist richtig praktisch. Kann ich da eigentlich auch rausgehen. Und leck. Das wird wieder eine etwas langweiligere Fahrt. Aber das tut man nicht dafür, um ein bisschen mal in den Biomen umher zu schnüffeln. Natürlich jetzt scheiße, dass es Nacht ist. Das sehe ich natürlich auch so viel. Das gefällt mir eigentlich gar nicht, dass es jetzt Nacht ist. So, jetzt müssen wir auf diese Tiefe runter. Hilft ja nichts. Guck mal, das ist so ein Viech. Und das sind diese alten scheiß Dinge. Ich könnte rein theoretisch mit dem Dings hier runter. Also eins ist auf jeden Fall klar, wenn wir ein Dings finden, ein Wrackteil, werden wir dort mal reinspazieren. Ich glaube, wir sind jetzt an diesem... Ja, wir befinden uns jetzt direkt in den Dünen. Dann einfach ein bisschen weiter runter. Dehydration detected. Wir müssen ja bloß aufpassen, dass wir den Dings nicht treffen, ne? Vital signs stabilizing. Vital signs stabilizing. Ich will ja nicht drauf gehen hier. Aber ich sehe das Vieh auch nicht. Wer weiß, wo der rumspukt. Hinten? Ich habe Angst vor dem scheiß Vieh, weil ich weiß, dass der hier irgendwo lauert. Beziehungsweise lauern kann. Hör mal. So. Ist das eigentlich tief nach hier unten? Das sind auf jeden Fall so eine großen Kristalle, das weiß ich. Ach, komm mal zurück. Lassen wir das in Ruhe.
Wir düsen lieber ein bisschen weiter. Das gehört, glaube ich, noch zum Riffbiom, ne? Oder täusche ich mich da? Wo? Wo ist er? Ich höre ihn doch, dieses Mistviech. Nein, Kamerad, zwei will ich haben. Wo ist das neue Drecksviech? Ich höre ihn doch eindeutig. Das sind so viele Sachen, ne? Da! Der Drecksteil dat. So, hier schon ab Abschluss. Hier ist dieses Blutalgenbiom. Oder wie sie das schimpft. Hey Leute. Ich glaube. Ey, wenn das Ding jetzt hier nicht in der Nähe wäre, ne? Weil ich glaube, aus diesen Dingen könnte ich eventuell Schwefel herkriegen. Deswegen, wenn das Ding jetzt hier nicht wäre, ne? Dieser olle scheiß Reaper. Düsen einfach mal ein bisschen weiter. Und wechseln mal zur Kamera ein. Aber diese Pflanzen habe ich eben noch nie gesehen und das wäre also quasi die einzige Möglichkeit. Was ist das? Die Viecher sehe ich ja zum ersten Mal. Ich weiß doch, ob die aggressiv sind, ne? Also ich glaube, hier brauche ich aber auch keine Angst haben, dass jetzt das Vieh ist. Auch wenn ich ihn jetzt vielleicht hören würde.
Ja, mehr oder weniger auf dem Boden, ne? Ob ich es probiere? Ich glaube, ich sollte vielleicht ein bisschen weiter wegfahren. Ne? Aber dieses Biom sehe ich auch zum ersten Mal hier. Warte mal, gib mir mal die Kamera. Ich sollte vielleicht wirklich mal nachgucken, ob diese Viecher gefährlich sind. Aber ich sehe gerade, die Folge geht auch schon wieder ziemlich lang. Also würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich guck mal, ich werde mal Dr. Google fragen, ob diese Viecher aggressiv werden können. Wenn nicht, unser Glück, dann können wir hier ohne Probleme einfach raus. Aber wenn sie aggressiv werden sollten, dann wäre es eventuell vom Vorteil, wenn ich mir einen Platz suche, wo die nicht unbedingt sind. Und dort aussteige. Und bevor ich hier noch alles kaputt mache. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Zu Subnautica. Vermutlich wird die nächste Folge erst wieder nächstes Wochenende kommen. Weiß ich aber noch nicht so ganz. Je nachdem, wie ich das schaffe. Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Ciao.